Radio SAW. Morgens beim Merkels. Garantiert politisch inkorrekt. Jochen, mit dem Frühstück bin ich durch. Kannst du das eben in die Spülmaschine räumen? Oh. Danke. Sag mal, geht dir das auch so? Das ist doch absurd irgendwie. Naja, also das Wetter ist schön, es wird wärmer, die Vögel singen um die Wette und du selber fühlst dich wie Olaf Scholz, wenn er gefragt wird, ob er sich an einen bestimmten Lobbyisten erinnert oder wenn er eine dringende politische Entscheidung treffen soll. Oh. Ja, ich komm ja. Du, ich muss los, Jus. Ja. Ach, ich mein Joachim. Oh, und schau mal nach, ob wir die Eintrittskarten für den Tanz in den Mai im Blockshaus am Walpurgisplatz vielleicht noch zurückgeben können. Das ist wie verhext. Aber ich kann mich heute nicht aufraffen. Sorry. Ach, der Herr Lauterbach. Guten Morgen, Karl. Guten Morgen, Frau Merkel. Sag mal, du bist doch Arzt und ich glaube, ich leide unter Frühjahrsmüdigkeit. Was kann ich denn dagegen tun? Klassischerweise helfen frische Luft, leichtes Essen, viel Trinken und, naja, Bewegung. Ihre frühere Strategie zur Problembewältigung allerdings wäre in höchstem Maße kontraproduktiv. Wie meinst du das? Naja, also das Nichtstun und Abwarten. Also erinnert mich auch irgendwie an Olaf. Ach, halt die Klappe, Karl. Morgens bei Merkels. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAB.